So, hallo meine Freunde, Kevsko hier wieder. Ja, zurück bei Bellroid. Weiter geht's im Text. Jetzt musst du erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Leckt jetzt erstmal wieder kurz ein bisschen rum. So, wir gehen mal. Nee, Map wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber ist egal. Tagebuch. Genau, wir sollen mit dem Ältesten von Petstow re reden. Das sollen wir machen. Und wir sollen mit Marek Toli Zimmermann sprechen. Jetzt ist nur die Frage, ja, genau, das würde ich gerne mal verfolgen. Okay, das habe ich verfolgt. Wolfslagerhütte. Hütte des verbannten Handwerkers. Ich hoffe, man hört nicht, dass mein Kater hier am Ausrasten ist. So, mich würde mal interessieren, wo denn der Kollege sein soll. Auf jeden Fall nehmen wir hierhin einen Verbündeten mit. Wenn nicht sogar beide. Na, obwohl, nee, ich würde einen mitnehmen und den anderen einfach als Wache dann rumrennen lassen in der Zeit. Obwohl, da müssen wir gucken, ob das schlau ist. Ob das so schlau ist. Wir gehen jetzt erstmal zurück in unsere Siedlung. Erstmal zurück in unsere Siedlung. Kannst du mal bitte aufhören zu lenken? Dankeschön. Es kommt natürlich alles hinten drauf hier. Kann ich wieder rein gar nichts von mitnehmen. Survive your first winter in Cavenia. Das kommt ja ziemlich früh. Das haben wir eigentlich schon relativ zeitig geschafft. Ich denke mal nicht, dass der Winter jetzt erst vorbei ist, aber gut, soll mir wurscht sein. Nehmen wir noch ein paar Pilze mit hier auf jeden Fall. Entschuldigung. Schön viele Pilze mitnehmen. So, jetzt sind wir voll. Ja, ich bin gespannt. Also, soweit ich das halt richtig verstanden habe, können wir irgendwann dieses Dorf befreien, stand da. Ich glaube, zu meinen, dass wir, ich weiß nicht, ob wir das dann, also entweder komplett übernehmen, das Befreien damit gemeint ist, oder wir es befreien von irgendwen, weil da sind ja auch gewisse Wachen und ich glaube nicht, dass die zu dem Dorf gehören, sondern so gesehen, dass das Dorf einfach nur beschützt wird von einem König oder sowas. Von wem weiß ich jetzt auch nicht genau. Und wir halt so gesehen das Dorf befreien. Und dann ist halt die Frage, was dann ist, ob uns das Dorf gehört oder ob die einfach nur komplett zu uns stehen oder wie auch immer. Das werden wir dann sehen. So, wir packen jetzt hier auf jeden Fall alles rein. Haben die Hälfte des Lagers, also über die Hälfte des Lagers schon voll. Das heißt, wir könnten irgendwann auch mal über ein neues Lager nachdenken. Jetzt würde ich gerne erstmal das hier dann auf jeden Fall auch fertigstellen. Dafür brauchen wir jetzt Flachs. Unsere Jungs sind natürlich jetzt am Pennen und Flachs haben wir wahrscheinlich auch keins im Lager, richtig?
Salbei haben wir. Rohstein. Okay. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal einfach selber schlafen. Machen wir das jetzt erstmal, damit unsere Jungs erstmal wach sind. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir Flachs finden. Entweder schicken wir halt den einen. Also eigentlich, morgen erwartet deine Siedlung einen Überfall. Das ist nicht euer Ernst. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich weiß halt nicht, wie groß dieser Überfall ist. Wenn das jetzt hier 10, 20 Leute sind, auch wenn es 5 sind, ist das viel zu viel. Dann werden wir sowas von draufgehen bei. Mein Kater ist so am Ausrasten. Der spielt gerade mit seinem Spielzeugen. Macht Spaß? Wir brauchen unbedingt Flachs. Was machen denn jetzt hier unsere guten Jungs? Untätiger Bürger, untätiger Bürger. Was heißt denn die untätiger Bürger, Jungs? Ihr habt doch genug zu tun. Ihr könnt Flachs suchen, bitte. Warten auf Beschäftigung, Arbeiter. Training. Das ist kein Gebäude für diesen Job. Okay. Trotzdem könnt ihr gerne Flachs suchen. Muss ich mich hier alleine auf die Suche nach Flachs begeben oder was? Gut, wir nehmen jetzt wirklich nichts anderes außer Flachs mit. Vorausgesetzt, wir finden das überhaupt. Ich laufe hier so einen weiten Weg, oder? Und es gibt keinen Flachs weit und breit. Da! Oh mein Gott! Ein Flachs. Halleluja. Noch ein Flachs. Hier könnte noch mehr sein. Nimm das jetzt mit an. Jetzt nehmen wir hier alles an Flachs mit. Es ist auch so ein Krampf, ey. Wir haben so lange jetzt keinen Flachs mehr gehabt. Scheiß auf Salbei. Ich brauche Flachs. Dass das so eine Mangelware wird, hätte ich ehrlich gesagt ganz und gar nicht gedacht. Raus. Einsam. So, ich glaube. 2 können wir noch mitnehmen. Das war's, okay. Jetzt würde ich mal gerne wissen,
weiß nicht, wo die wollen, dass ich mit jemandem hier rede. Ich soll mit irgendeinem Typen reden. Also klar, hier in Petzdo. Aber mit Marek Toli zu sprechen. Jetzt ist halt die Frage, ist dieser Marek Toli? Das sind Banditen. Ganz schnell weg hier. Ist dieser Marek Toli in der Stadt, in dem Dorf, wo wir die ganze Zeit unsere Quests haben, oder ist der woanders? Könnte sein, dass das Banditen. Also ich glaube nicht, dass das Banditen waren, die. Dass das die Banditen sind, die auf dem Weg zu uns sind. Weil hier scheint auch irgendwas zu sein. Könnte auch nur ein Weg sein. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal nach Hause kommen. Geschweige denn jetzt auf jeden Fall erstmal diese Hütte da fertig machen. Weil ich halt wieder, ich weiß halt auch nicht, was passiert, wenn diese, wenn die Banditen uns angreifen. Erstens mal, ob wir es über, also ob wir es schaffen, die zu verteidigen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen, was passiert? Und was passiert auch mit, unserem Lager hier? Wird es komplett zerstört? Nehmen die das alles auseinander? Raiden die uns komplett weg? So, jetzt mach bitte fertig hier das Ding. So. So, den Rest ins Lager. Gut, 18 Flachs. Ich brauche Essen. Hier ist absolut noch rein gar nichts fertig. Verdorbenes Essen. Das war ja schon fast klar. Hätte ich alles essen können einfach. Also wir gehen jetzt einfach mal schnell ins Dorf. Ganz kurz nochmal Tagebuch. Bringe eine einfache Pfeile. Das ist jetzt die Frage, meinen die Pfeile mit einem Pfeil zum Schießen? Nee, muss ja. Ich wollte ja wegen Schießen und so, ne? Kriegen wir Ansehen und kriegen wir Münzen. 150 Vertrauen, 300 Ansehen. 300 Ansehen. Ich brauche halt Ansehen, ne? Ich kann halt auch nicht einfach meine Siedlung ungeschützt zurücklassen. Oder geschweige denn eher, ob ich jetzt zwei Jungs mitnehme dahin und das ungeschützt lasse oder nur einen da lasse und der verreckt dann. Nee, hoppala, ich laufe in die völlig falsche Richtung gerade. Besetzt von, genau hier, besetzt von Briganten. Mann, kannst du jetzt mal bitte. Ja, setz einen Wegpunkt bitte, danke. Okay, dass der nicht wegrennt. Hätte ich jetzt versuchen können zu schlachten, aber ich will es gar nicht ausprobieren, weil dann hätte ich vielleicht wieder Minuspunkte gekriegt und. Nee, nee, das probiere ich gar nicht erst aus. Das wäre sau wichtig. Wenigstens jetzt noch ein, vielleicht am besten Fall sogar zwei Leute jetzt noch anheuern zu können. Egal, was für eine Fertigkeit die haben und was nicht. Ich habe gesehen, wie viel Gutes ich möchte, aber. Also ja, ich werde. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der kann Landwirtschaft jagen, kann er Forschung, hat er Zweihand. Okay, der kann sogar ein bisschen kämpfen. Sehr schön.
Okay, jetzt habe ich halt aber wiederum nicht genug Ansehen, um wieder hinzuholen, wa? Wir gucken mal, ob wir trotzdem irgendwen noch dazu holen können. Nicht genügend Ansehen. Jetzt haben wir halt wieder nicht genügend Ansehen. Nee, 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 das wird so leider nicht. Was ist mit dir hier? Dich hatte ich gerade wahrscheinlich vorne. Schaffen wir das halt? Das Problem ist, wir werden es nicht schaffen, dahin zu wandern und rechtzeitig wieder bis morgen. Ich weiß ja auch nicht, wann morgen dieser Überfall sein wird. Morgen erwartet Überfall. Wir sollten zusehen, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir konnten jetzt wenigstens einen noch anheuern, das war mir schon mal wichtig. Dann sind wir zumindest insgesamt schon mal zu viert. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir hier uns wenigstens irgendwie ein bisschen ausgerüstet kriegen. Jetzt nehme ich mal eine mit. Mann, gebt mir doch den Bärenstoff, bitte. Mann, ey, meine Stimme, dass sie momentan immer so reinkackt, ey, das nervt. Immer voll die Aussetzer. So. Jetzt, komm mal her, Mignon. So, du hast auch absolut rein gar nichts. Pilz haben wir, gebratenen Pilz haben wir hier. Okay. Also wir brauchen eine einfache Axt und eine primitive Keule. Für den Burschen hier. Ich werde dich erstmal. So, du sollst erstmal hier stehen bleiben. Dann bräuchten wir. Einfach Bandage aus Kräuterblättern, um Blutung zu stoppen und Wunden zu bedecken. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das halt jetzt sinnvoll ist. Dafür brauchen wir Seile. Hanf und Flachs.
Wie viele Seile brauchen wir? Einfache Schnur brauchen wir hierfür. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Drei Seile. Die Ressourcen dafür haben wir. Komm, weißt du was? Wir machen das jetzt einfach schnell selber. Ist mir zu doof. Also, Flachs und Hanf. Jetzt haben wir keinen Flachs und keinen Hanf mehr, oder was? Hab ich jetzt. Doch hier. So. Warum macht er jetzt hier einfach irgendwas, was er gar nicht machen soll? Das muss man mir auch schon wieder erklären. Und danach kann er gerne noch einfache Schnur machen, wenn das überhaupt reicht. Ich glaube, danach haben wir gar nicht mehr genug Flachs. Doch, müsste dann noch reichen. Alter, wenn ihr gerade den Teppich hier unten sehen könntet, der ist voll mit Katzenhaaren. Weil er hier so eskaliert ist. So, ich brauche jetzt hier unbedingt das dritte Seil. Bitte beeilen Sie sich. So, jetzt ist erstmal wichtig. So, danke. Kann er die Seile jetzt hier meinetwegen noch schnell machen? Ich hoffe, dass die Keule und die Axt schon gemacht ist. Und wenn wir dann noch vier Schilde kriegen können, also wenn wir noch vier Schilde schaffen würden, das wäre schön, dann könnten wir wenigstens, ein bisschen Schutz. So, das wird erforscht. Das wurde jetzt nicht gemacht, oder was? Irgendein Schild. Dafür brauchen wir Schnur und Holz. Dann müssen wir jetzt unbedingt... Ah, okay, das haben die hier reingepackt. Gut. Und wo ist die Axt-Minion? Gut, kriegst du erstmal schon mal das. Er hat keine Axt. Die machen sich die Äxte nicht selber. Ach manch Jungs. Ey, wirklich. Das ist doch ätzend. Also das ist echt ätzend. Gut, holen wir uns jetzt schnell Holz.
wird halt auch schon wieder so spät. Hat Hunger und wird mir bald nicht mehr folgen. Das ist eine Scheiße. Ja, bitte nicht. Dann mach irgendwas jetzt. So, ich muss 3 Äxte machen. Ich brauche dafür brauche ich jeweils 2 Schnüre. Das wird kritisch. Das wird sehr kritisch. Okay, jetzt kann ich. Gut, jetzt habe ich das Schild hier. Okay, verstehe. So. Wir haben noch das Anflax. Dann brauche ich jetzt auch noch mal ein paar Steine. Dann kann jetzt hier jetzt erstmal jemand bitte 3 Äxte machen. Dafür. Schmeiße ich jetzt hier einfach alles mal rein. So, wir brauchen 2 einfache Schnüre. Und wir brauchen mehr Flachs. Das heißt, ich muss hoffen, dass ich hier gleich jetzt das mal aufgebe, den Auftrag, dass dann irgendwer losgeht und Flachs holt. Schnüre. 10 Stück. Ihr braucht das nicht wegbringen, Mann. So, nimm das bitte. Wo ist seine Dings? Der hatte doch eine Keule. So, 8 Holz. Natürlich kein Holz mehr da. So, er hat alles. Wo ist der andere Kollege? Da hinten. So. Gut, dann gehen wir jetzt mal schnell Holz holen. Was steht hier oben? Ist das ein Wolf? Das ist ein Wolf, okay. Das wäre schön, wenn ich jetzt wenigstens es hinkriege, noch ein Schild zu machen.
Jetzt ist die Ausdauer hier für den Arsch, weil ich nichts gegessen habe. Bin gerade ein bisschen unentspannt. Also wenn wir das überleben sollten, geschweige denn, wenn das vorbei ist und nicht so dramatisch ist, dann bin ich wieder ein bisschen entspannter. Aber so bin ich gerade echt sehr, sehr unentspannt. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht pennen. So, Plankenschild. Bitte. Ich muss jetzt irgendwie, ich würde das diesen Lionel geben, glaube ich, weil der hatte, bin ich der Meinung, auch so jetzt vom Ding her die besten Stats zum Kampf. Vielleicht würde es am meisten Sinn machen, ihm ein Schild zu geben. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Sinn macht, mir das Schild selber zu geben. Eigentlich würde es gefühlt eher gerne einen anderen geben. Aber wer weiß, wenn vielleicht ich tot bin, dann ist sowieso vorbei und dann, ach, keine Ahnung. Man weiß ja immer nicht, wie es ist. Ja, hoffen wir mal, dass wir das überstehen. Dass wir nicht zu viel Schaden allein, also wir selber und unser Lager. Geschweige denn, dass wir es vielleicht sogar überleben. Geil wäre es, wenn wir es überleben, die besiegen und vielleicht sogar noch Loot von denen gedroppt kriegen. Das wäre himmlisch, weil dann so, ja, da kriegst du auch noch ein Schild. Weil dann, ja, wenn wir noch Loot von denen kriegen würden, das wäre bombastisch. Einfach. So, meine Axt macht's auch nicht mehr allzu lange. So, dafür fühlt sich gerade keiner verantwortlich. Keiner hat Lust, irgendwie Flachs zu besorgen. Entwickeln. Okay. Man braucht so viel Flachs, ey, aber wie soll ich denn bitte schön so viel Flachs machen? Ein Arbeiter sammelt die Erträge von platzierten Tierfallen ein und stellt sie automatisch wieder auf. Ja, ja, schön. Gut, die sind jetzt zumindest erstmal bewaffnet, um zu kämpfen. Die sind jetzt erstmal gewappnet, um zu kämpfen. Ich marschiere jetzt einfach mal los. Nochmal, um ich kann hier keinen Punkt setzen. Warum nicht? Gut, in die Richtung ist ja schon erstmal richtig. Die kaputten Fallen müssen wir auch ersetzen. Hanf können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hanf und Flachs. Hanf und Flachs brauchen wir.
Hier sehe ich doch einiges. Hier sieht es gut aus mit Flachs. Mann, hör auf zu schlagen jetzt. Sind voll. Haben wir jetzt hier noch irgendeinen Müll? Kann ich alles nicht. Okay. Ich wüsste ja mal gerne, wie wir Felder machen können. Wie wir irgendwas anbauen können. Vielleicht. Ja, da hätte ich vielleicht einfach mal früher nochmal gucken sollen selber. Vielleicht stelle ich mich einfach auch noch blöd an. Und das, ich brauche ja eigentlich gar nicht die ganze Zeit hin und her rennen wie so ein Idiot. Mori ist immer noch nicht fertig mit Spielen. Der denkt sich einfach so, Digga, ich bin unkaputtbar. Ich bin einfach eine Maschine. Spielt schon seit einer Stunde verrückt. So. Also, Land rein, das rein, das rein. So, jetzt hier einsamen Samen, die zum Anbau von Flachs benötigt werden, können bei einem Kräuterkundler gekauft oder zusammen mit einer Pflanze geerntet werden. Ist verständlich soweit. Wie kann ich das jetzt anpflanzen? Nämlich gar nicht. Kannst hier nirgendwo rein, Drag and Drop mäßig. Geht nicht. Dafür braucht man safe irgendwie ein Feld oder sowas. Was ich halt aktuell nicht habe. So, hierfür brauchten wir Schnur. Das heißt, ich mache jetzt erstmal nochmal einfache Schnüre. Boah, jetzt habe ich das Flachs weggemacht. So. Müssen wir das jetzt erstmal laden? Das ist wie ein Spinner. Dieser Teppich sieht aus wie so gerade. Richtige Haarbüschel überall, weil er hier auf den Teppich rumjumpt. So. Wo kriegst du deine zwei Schnüre hier? Für das Schild brauchen wir 8 Holz und 2 Schnüre. Brauchen noch. Wir haben 2 Schilder, 4 Leute. Das heißt, wir brauchen noch. Nee, 2 Schilder schon? Nee, warte mal. Wie viele sind wir denn jetzt? 4. Wir haben schon 2 Schilder, das heißt, wir brauchen. Also, viel brauchen wir ja gar nicht.
Den einen brauchen wir jetzt noch und dann brauchen wir Holz und dann sollte das gegessen sein, die Nummer. Dann haben wir für jeden ein Schild. Wenn ich jetzt nicht komplett blöd bin. Wäre auch nicht verkehrt, nochmal dann zwei oder drei kleine Fallen zu bauen. Müssen gleich mal gucken. Wir haben ja Stämme. Das heißt, ich könnte prinzipiell mir Stämme nehmen einfach und die selber zu Hölzern verarbeiten. Ich denke und hoffe mal, dass man daraus sowieso mehr Hölzer kriegt, als wenn man da einfach nur diese jungen Bäume abklappert. So, Schild gemacht. Werden wir jetzt erstmal das Schild hier reinhauen. Die Hölzer können wir auch hier reinhauen. Gut, gehen wir jetzt mal hier zu der Station. Ich habe gerade ein Schnarchen gehört, glaube ich. Aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel man hier aus... Also wenn ich aus einem Baumstamm ein Holz kriege, das ist ja mal völliger Bullshit, das kann nicht sein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, 6. Ne, 5. Lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Kann man halt auch. Klar kriegst du 2 mehr raus, aber ey. Das ist ja. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich ja jetzt nicht. Haben wir hier was drin? Hier haben wir 2 extra drin. Fehlende Axt, keine Aufgaben. Okay. Sagen, kommt er jetzt nicht extra raus, um den Spaß jetzt hier zu bearbeiten. Jetzt wäre Platz. Baumstammhaken verwalten. So, der macht dann aus den Baumstämmen so Sinn. Ja, okay. Vergiss es, bitte. Ist jetzt nicht wichtig. Ah, hier haben wir. Ach so. Okay, ich verstehe. Glaube ich, dass ich es verstehe. Das heißt, ich kann hier. Ah, okay. Dann muss ich hier jemanden. So gesehen. Unnormal viel Flachs raussuchen. Wenn ich jetzt
Okay, es macht trotzdem nur einer. Das macht trotzdem nur einer. Okay. Okay. Gut, egal. Wir haben jetzt erstmal Holz. Genug Holz. Hoppala. Um das letzte Schild zu machen. Das machen wir dann jetzt auch schnell. Das ist das Mindeste, was ich jetzt tun kann, um mich darauf vorzubereiten, wenn die angreifen. Für jeden noch ein Schild. Äxte, geschweige denn eine Keule haben sie. Mehr kann ich da aktuell auf die Schnelle leider nicht tun. Ich wünschte, ich könnte das, aber dafür fehlt mir jetzt noch die Zeit. Und die Ressourcen. In erster Linie die Ressourcen. Ist halt auch die Frage, also ich gehe mal stark davon aus, dass die wahrscheinlich abends angreifen werden. Ich glaube nicht, dass die morgen früh ist oder irgendwann mittags random angreifen. Ich denke mal, die werden abends uns attackieren. So, machen wir noch eine kleine Falle schon mal. Und dann suchen wir selber nochmal, gehen wir nochmal selber auf Holzsuche. Wir können definitiv auch bald dann über ein neues Lager, also ein zweites Lager, drüber nachdenken. Das heißt, dieses Sammlerlager da, oder wie das nochmal heißt, ist wirklich rein dafür da, nicht um irgendwas zu lagern, sondern einfach um da jemanden loszuschicken, der dann die jeweiligen Sachen, die ich halt will, dass er sie holt, dann besorgt. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich habe mich nämlich gewundert, warum die das nicht tun. Ja, wir haben hier noch genug Platz erstmal, so ist nicht, ne? Aber kann ich tauschen? Okay. Nicht schlecht. Ja, genau. Jetzt nochmal die jungen Bäume suchen. Man halt zwei weniger raus, als wenn man die Stämme weghaut. Wenn das automatisiert läuft, weil man Leute wirklich hat, die sich darum kümmern, dann ja, macht das natürlich Sinn. Aber der Schnelligkeit halber ist es definitiv so sinnvoller, einfach die jungen Bäume halt wegzuholzen, ne? Also, bis halt irgendwer erstmal Stämme geholt hat, um dann irgendwer wiederum das zu Holz verarbeitet, brauche ich ja Jahrzehnte für. Okay, die Jungs sind wach, das ist gut. Wollte ich jetzt noch was mit dem Holz machen? Ja, Fallen, kleine Fallen wollte ich bauen. Zwei kleine Fallen. So, bitte. Rennen jetzt nicht zu weit weg, einmal kurz. So, du kriegst Fertigkeit zu niedrig. Okay. Ich kann den so gesehen halt auch den Scheiß jetzt abnehmen, dann kann er gleich weiter suchen. Macht er auch. Okay, das heißt, ihn kann ich nicht das Schild anvertrauen.
Das ist scheiße. Machen wir mal schnell die Fallen. Zu Ende. Das ist doof. Ein neuer Tag bricht an Dörfer, aber warum? Ja, okay. So. Gewirrt Holz. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir wirklich alles automatisiert laufen lassen können über unsere Männer. Der Nabre ist anders weit weg. Der geht Flachs holen oder was macht der? Ja, der geht Flachs holen. Da schon wieder, okay. Da machst du halt nix. Gut, dann bringe ich die Schilde jetzt erstmal nochmal zurück. Und hier würde ich halt das Lager hinballern. Das Trapper-Lager. Komm, machen wir das. Hier hin. Oh, hier sind ja schon die Traps. Und dann habe ich ja noch eine Falle, richtig? Richtig. Sehr schön. Warte mal, hier ist das doch der Lionel, ne? Nee. Er ging nicht, aber der andere Kollege ist aber hier oben. Gucken wir, dass wir denen noch ein Schild auf den Rücken schmeißen können. Das wäre schön, wenn es wenigstens bei ihm noch gehen würde. Komm her, mein Bursche. Jawohl. Der nimmt's an. Okay, dann kann halt der eine kein Schild tragen. Ich gebe mein Bestes, damit ihr alle geschützt seid. Mehr kann ich nun leider auch nicht machen. Ja, wir müssen jetzt... darauf hoffen, so, das lassen wir erstmal bitte. Das lassen wir auch. Können wir jetzt hier noch was machen auf die Schnelle? Hier, Trophäe verleiht Ansehen, wenn sie in eurer Siedlung platziert wird. Okay. Braucht man jetzt eigentlich auch nicht zwingend, ne, aber... dient als Lager für Waffen, wo sich deine Gefährten auf Befehl bewaffnen können. Baumstamm, einfache Schnur.
müssten wir, würde ich sagen, einfach alles zum Sammeln von Schlamm mit einer Schaufel fangen. Das ist halt die Frage, wofür braucht man dann Schlamm? Also jetzt in erster Linie wahrscheinlich erstmal nicht. Also für nichts erstmal. Kupfererz, Zinnerz, drei Baumstämme. So, jetzt mal ganz kurz. Liefert 5 Lachs. Genau, er. Ich würde das hier auch direkt mal. Ich wünschte, ich könnte halt hier irgendwie mal. Ah, kann ich. Kann ich. Ah, okay. Kann ich von hier aus auf die zugreifen oder was? Was? Weise abgelegene Gebäude einem Außenposten zu, damit sie unabhängig von deiner Hauptsiedlung betrieben werden. Okay. Produktion, Wohnung, sonstiges. Ruf zu den Waffen. Verwandte als Reservisten markierte Arbeiter und Wachen. Ne, das brauche ich jetzt noch nicht. Das mache ich dann später. Probiere ich das mal aus. So, wichtig ist erstmal das Ding, dass das Ding da gebaut wird und dass hier weiter Flachs gesammelt wird. 10 Flachs haben wir. Brauchen noch viel, viel mehr. So, da helfe ich jetzt auch gerne erstmal mit. Geschweige denn, hole ich jetzt erstmal einfach allgemeinholziger, ob jetzt junge Bäume oder nicht. Auf damit. Jetzt ein ganzer. Baumstämme. Nee. Oh Gott, ich hoffe, das war jetzt nicht doof. Hey. Mann. Ich immer, weil alles mit Ernten, mit Schlagen ist. Oder auch das hier, will ich immer alles damit machen. So.
Immer noch nur 10 Flachs. Ja, es wäre halt sinnvoll, wenn wir natürlich eine Farm bauen. Oh, der hat 8 mitgebracht. Das ist sehr schön. Muss man natürlich dann immer hier kontrollieren. 28 Flachs muss er noch mitbringen. Dann reicht mir das auch erstmal. Der macht noch 17 Baumstämme. Komm, da gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, machen wir 13. Ich hab den gerade voll einen runtergehauen. So, dann brauchen wir jetzt hier nochmal 2 Baumstämme. Das machen wir dann jetzt auch schnell. Ey, ich bin noch drauf. Hallo? Willst du mich verarschen? Alles klar. Also, was war das denn? Mann, Junge. Lass mich durch. Überfall im Anmarsch. Okay, jetzt wird's eklig. Wache, Wache, Wache. Okay, die sollen jetzt alle als Gefährten montieren. Schilde raus, Jungs. Wir gucken, dass wir die schon ein bisschen früher abfangen. Gucken wir mal, dass wir die hier so abfangen. Überfallgruppe. Wenn es jetzt so 10 Leute sind oder so, Leute, dann sind wir so am Arsch. Mal gucken, ob ich da schon was sehe. Schweigen, wir können ja noch weiter nach vorne gehen eigentlich. Ernte Holz. Okay, dann kann ich die auch einzeln ansteuern. Da hinten kommen sie gerade. Ey, die umlaufen uns. Die umlaufen uns. Nee, doch nicht. Hallo, könnt ihr mal angreifen?
Was für Luschen. Haben wir easy weggemacht. Untersuchen. Ah, ich kann nicht verbinden, okay. Hey, bleib mal stehen. Okay, gut. Dann wieder zur Arbeit an. Jawohl. Das ging ja leichter, als ich gedacht hatte. Also es waren halt auch nur drei, ne? Aber... dass es jetzt so eine Luschen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Schon mit ein bisschen mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, soll mir recht sein. Ich denke mal, irgendwann wird das nicht so leicht mehr sein. Und das waren ja auch richtige Bauern gefühlt. Das wird wahrscheinlich irgendwann sehr eklig werden. Steck die Axt weg, Junge. So, sehr schön. Okay, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz gerade. Aber egal. Ich stelle mir halt jetzt noch die Frage, inwiefern... inwiefern muss... was würde ich jetzt sagen? Ich habe absolut vergessen gerade, was ich gerade sagen wollte. Lol. Ich habe ja hier, was habe ich denn hier noch Schönes? Mann. Riemen, diese Werkzeuge aus Eisen sind unerlässlich für die Herstellung und Forschung, kann als Beute gefunden und von einem Werkzeugmacher hergestellt werden. Okay, das ist schon mal kein schlechter Job, den wir da gekriegt haben. Ist halt auch, also ja, wenn ich jetzt losziehe, kriege ich viel Widerstand. Kann ich das alleine schaffen? Kann ich es nicht alleine schaffen? Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Also sollte ich jemanden mitnehmen oder lasse ich die hier arbeiten? Wie mache ich das am besten? So, sehr schön repariert. Das ist so eine Sache. Und für die Banditenlager, die eine Stufe haben, ist halt auch für mich die Frage, könnte man die easy schaffen, zu dritt, zu viert oder so? Na gut. Da würde ich auch sagen, weiteres finden wir dann im nächsten, in der nächsten Folge raus. Geschweige denn, ganz einfach gesagt, werde ich zusehen, dass ich mich auf die Socken mache. Einfach mal gucken, was passiert. Ich würde erstmal alleine gehen und werde denen hier einfach Aufgaben geben, die sie erfüllen können und damit halt hier weiter sich was, also damit weiterentwickelt wird hier unsere Siedlung. Wir Ressourcen gathern und ja, ich würde mich persönlich alleine erstmal auf den Weg in diese Stadt da machen. So wäre jetzt erstmal mein Plan für die nächste Folge. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und somit bis zum nächsten Mal. Haut rein.